Und damit willkommen zu einem neuen Video hier von der Gamescom 2022. Hier wird unter anderem der neue Bausimulator präsentiert. Das Spiel, auf das viele Spieler schon, ich glaube, seit knapp 8 Jahren warten. Ne? Zwischendrin gab es schon mal so ein paar Mobile-Versionen, ne? Aber dann kommt jetzt endlich der Bausimulator für den PC, ein neuer Teil. Und nicht nur für den PC, sondern auch für die Konsolen. Wird ein großes Spektakel und René, du zeigst uns heute mal so ein bisschen, was im Spiel so alles enthalten ist. So ist es. Ansgar, wir freuen uns sehr, mal wieder da sein zu können, dass wir uns in Person treffen auch auf der Gamescom. Wir freuen uns nach 2 Jahren Abstinenz ohne Gamescom und ohne Bausimulator, jetzt wieder einen neuen full-blown, wie du sagtest, full-blown PC- und Konsolentitel hier vorstellen zu können. Und ja, ich würde sagen, wir zocken mal rein. Genau, und wir haben uns für heute eine spezielle Mission überlegt oder zurechtgelegt hier, die schon mal so ein bisschen zeigt, wo es lang geht, die viele Maschinen zeigen wird und so. Es geht nämlich darum, eine Biogasanlage zu bauen. Was sind die ersten Schritte? Als erstes mal, es handelt sich um eine der Kampagnenaufträge, deswegen müssen wir mit unserem Auftraggeber sprechen, das ist die Umweltbeauftragte. Und ich habe uns hier mal ein kleines Autochen organisiert und wir ballern mal los und fahren mal zum Bauplatz selbst und werden sie aufsuchen, um mit ihr zu sprechen und darüber zu reden, was denn zu machen ist. Genau, es sind ein paar Meter, vielleicht können wir unterwegs ein bisschen uns unterhalten über die Welt, mal schauen, was so geht. Ich werde nicht straßenkonform oder regulär fahren und wir werden auch nur diese erste Strecke mal fahren. Damit alle wissen, oh, ich habe gerade einen Rotlichtverstoß begangen, damit auch alle wissen, dass man fahren kann. Man kann aber auch springen mit dem Fahrzeug, ne, Schnellreise nutzen, um im Zweifel das Spiel ein bisschen flotter noch zu gestalten, wenn man keine Lust hat, die ganze Zeit mit dem Fahrzeug zu fahren. Genau, wir haben uns heute hier für die EU-Karte entschieden. Es gibt aber insgesamt 2 Karten. Was ist auf der anderen Karte zu sehen? Das in einem der Mobilteile damals vorgestellte US-Setting. Es ist nicht das US-Setting, sondern ein US-Setting, um Gottes Willen. Wir haben keine Karten recycelt. Das ist wirklich alles knicke-knacke, super neu. Ne? Eine neue EU-Karte, eine neue US-Karte. Relativ groß. Ich glaube, die größten Karten, die wir jeweils gebaut haben, jeweils 4x4 Kilometer, also 16 Quadratkilometer, die man hier bespielt. Sowohl in EU als auch in US mit einer unfassbaren Varianz und Vielfalt an Aufträgen versehen. Und ja, wie gesagt, einen dieser Aufträge, die werden wir uns jetzt anschauen. Hier sieht man schon, ne, überall gibt es auch in der Welt mal, oh, der Kollege hier, der hat gedacht, bei Rot, da halte ich mal lieber an, aber das ist mir egal. So, bisschen Road Rage hier. Man sieht auch überall schon mal Absperrungen oder so. Manchmal gibt es Bereiche, in denen schon Baustellen vorbereitet sind, an denen später noch Sachen stattfinden werden, die wichtig sind, die irgendwie zum Spielgeschehen gehören. Genau, also das ist ja eine Neuheit in dem Bausimulator, dass man auch so ein bisschen sieht in der Welt, was man da baut. Na, also ich glaube, es war schon so ein bisschen im alten Bausimulator so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, wenn man da eine Windkraftanlage zum Beispiel gebaut hat, hat man es gesehen. Aber es ist jetzt auch im neuen Teil wieder so, dass man es überall sieht. Ne? Also klar, die Sachen, die man selber baut, die bleiben natürlich persistent in der Welt. Die sind da, auch wenn man Aufträge nochmal wiederholen kann, dann reisen wir sie ab und man darf es nochmal neu spielen. Aber grundsätzlich bleiben die gebauten Sachen alle in der Welt. Und was neu ist auch, ist auch nur mit dem geübten Auge zu sehen, je nachdem, welche Aufträge und welche Kampagnen man abschließt, gibt es die Möglichkeit, dass sich die Welt auch teilweise verändert, dass hier und da weniger Müll auf der Straße liegt, weil entsprechend wieder der Bauhof wieder erreichbar ist, weil man die Straße davor saniert hat und so weiter und so fort. So, wir sind bei unserem Bauplatz angekommen. Wir sind hier in einem etwas ländlicheren Bereich. Ne? Man sieht es auch hier ein bisschen, ja, Silos und ältere Häuschen. Hier hinten steht ein Maisfeld, hier ist, glaube ich, ein Kürbisfeld, das man besuchen kann. Nicht, dass das relevant wäre, aber ja. Inklusive Vogelscheuche. Und da hinten steht auch schon unsere Auftraggeberin, die Umweltbeauftragte. Ich bitte zu entschuldigen, die Haare sehen mitunter je nach Tageszeit immer nicht so richtig cool aus. Mal gucken, ob wir Glück haben. Ich kann den Ärger der Menschen hier gut verstehen. Der Mist der Bauernhöfe stinkt wirklich zum Himmel, wenn der Wind falsch steht. Jedenfalls haben die Leute die Nase voll und haben bei der Stadt eine Beschwerde eingereicht. Nach langen Gesprächen mit der Bürgermeisterin haben wir endlich grünes Licht bekommen, um hier eine Biogasanlage zu errichten. Durch die Einlagerung in die Silos ist der Geruch vom Mist weniger wahrnehmbar und das Endprodukt ist saubere Energie. Und hoffentlich auch zufriedene Anwohnerinnen und Anwohner. So. Also, sie möchte von uns, dass wir eine Biogasanlage errichten auf diesem Grundstück hier, um den Bewohnern die Geruchsbelästigung vielleicht nicht mehr zu zumuten. Ein relativ großes Loch, was wir hier ausheben müssen. Und dafür braucht es jetzt adäquates Gerät. Ich denke, Bagger sind hier natürlich die beste Wahl.
Und wir werden es uns einfach machen, die Schnellreise nutzen, beziehungsweise die Schnellreise nutzen, hier, so, den Fahrzeughändler, es gibt zwei, ich habe bereits alle Locations hier entdeckt, den Fahrzeughändler betreten, kann ich direkt auch das Menü entsprechend öffnen, einen passenden Bagger auswählen, aus den mittlerweile, ich glaube, wir sagen immer 70 plus Fahrzeuge, aber es werden zum Release, glaube ich, 85 sein, wenn mich nicht alles täuscht, noch ein paar mehr. Und suchen uns was Nettes aus. Wir haben vollen Zugriff auf die gesamte Palette an Marken, die schon vorhanden sind. Manche Marken werden, wie gesagt, noch ein paar Fahrzeuge dazu bekommen. Und ich entscheide mich, glaube ich, mal für einen großen Liebherr-Bagger, den R956. Der performt eigentlich immer ganz gut. Und anders als im CS15 kaufe ich das Fahrzeug nicht, sondern miete es. Das kommt mich natürlich wesentlich günstiger. Ich habe mir jetzt ein bisschen Geld hier ercheatet, um diese Demo möglich zu machen. Aber im Grunde, ob ich jetzt 5.000 Euro pro Tag ausgebe oder 250.000 Euro für den Kauf, ist natürlich schon ein massiver Unterschied. Ich gehe jetzt über das Schnellauswahlmenü direkt in den Raupenbagger, springe ich rein. Der steht jetzt natürlich wieder hinten im Dorf beim Fahrzeughändler, wo wir gerade gestartet sind. Und ich hätte jetzt natürlich die Wahl, mit entsprechender Zugmaschine und Anhänger den Kollegen auch hinzutransportieren. Es wird ein bisschen langwierig für unsere Demo jetzt, deswegen springen wir mal. Genau, also wir kürzen das heute alles mal ein bisschen ab. Wenn man es jetzt ganz realistisch machen wollen würde, könnte man das natürlich tun, aber wir wollen ja möglichst schnell hier irgendwie möglichst viel sehen, da bietet sich das dann nicht an. Du hast eben schon gesagt, der ist jetzt gemietet, das ist ein neues Feature, aber es gibt unten rechts auch noch so eine Verschleißanzeige und ich glaube noch eine andere Anzeige, ne? Was genau hat es damit auf sich? Wir hatten in CS15 und auch später in den Folgeteilen ein Wirtschaftssystem ja immer implementiert, was so auf einer monatlichen Basis, auf einer monatlichen Abrechnung basierte. Das Problem an der Geschichte war, dass dann zu einem, naja, für manche Spieler nicht nachvollziehbaren Zeitpunkt plötzlich Geld abgebucht würde, was immer so wie so eine Strafe aussah, ne? So, oh, wir haben dir jetzt Geld abgebucht. Das war dann für uns intern, war ein Monat vorbei und wir haben gesagt, naja, jetzt kriegen wir halt von dir die Miete fürs Grundstück, also die Pacht fürs Grundstück und halt im Zweifel die Maintenance-Kosten, also die Unterhaltskosten für die Fahrzeuge und so weiter. Und das haben wir, fanden wir nicht so nachvollziehbar und haben deswegen versucht, Kosten nachvollziehbar zu machen, indem wir gesagt haben, okay, Fahrzeuge verschleißen und Fahrzeuge verbrauchen Sprit. Das sind Kosten, die sind nachvollziehbar, wenn man das Fahrzeug tanken muss und dafür Geld aufwendet, dann entscheidet man selber, wann man ein Fahrzeug wartet, also repariert und oder betankt und entsprechend dieses Geld nachvollziehbar ausgibt, nämlich per Tastendruck wirklich. Also es passiert nicht mehr, dass wir einfach Geld irgendwie aus dem Nichts verschwindet, sondern alle Aktionen sind nachvollziehbar. Außer der Fahrzeugmiete natürlich, die wird immer pro Tag ein Umlauf, sind jetzt möchte ich nicht lügen, ich glaube 48 Minuten sind 24 Stunden und nach immer einem Tag wird einmal die Fahrzeugmiete abgebucht oder auch anteilig, wenn man es dann eben zurückgibt. Genau. Und wie kann man dann so ein Fahrzeug wieder reparieren? Es gibt zwei Möglichkeiten. Am Anfang, wir haben eine Menge Tankstellen in der Welt verteilt, bei denen man quasi ad hoc reinfahren kann, tanken und reparieren kann. Einfach Knopf so lange halten, wie man tanken und so lange halten, wie man reparieren möchte. Entsprechend wird das Geld dann abgezogen. Es gibt später die Möglichkeit, die Homebase, also das eigene Firmengrundstück zu erweitern, die Werkstatt zu bauen und auch zu verbessern, um dann die Fahrzeuge, die eingelagert sind, automatisch zu reparieren und zu tanken. Genau. Jetzt würde ich sagen, wir fangen mal an, ein Loch zu graben. Es tut mir leid, ich bin nicht so super multitaskingfähig, aber ich probiere es mal. Was ich gerade merke ist, bei dem Bagger, wir haben eine Standard-Arcade-Steuerung, die ist aus dem CS15 schon bekannt. Ich habe mich mittlerweile aber sehr an die SAE-Steuerung gewöhnt. Ich würde es mal umstellen und mal wechseln in der Steuerung auf die SAE-Geschichte. Du sprichst das schon so ein bisschen darauf an, dass man das auch mit Lenkrad und Joysticks vor allen Dingen bedienen können wird, ne? Also dafür ist vermutlich auch die Steuerung dann die beste. In der Tat. Also man muss ja sagen, dass der Game Controller mit seinen zwei Sticks ist relativ nah dran an vielen Baumaschinensteuerungen, die eben auch auf zwei Joysticks ausgelegt sind. Und eben diese Steuerung ist natürlich super gut, wenn man dann wirklich am PC zum Beispiel mit zwei Joysticks spielt oder auch mit beziehungsweise halt Sticks am Controller benutzt. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und wir haben uns überdies bemüht, die Steuerungsmöglichkeiten bei Lenkrädern und Gaspedalen auf den üblichen Devices eben auch zu unterstützen. Das heißt Logitech, Thrustmaster, Fanatec, alles was wir so auch an Testmaterialien da hatten, haben wir gangbar gemacht. So, ich grabe jetzt hier mal ein bisschen beispielhaft. Genau, und Switch vor allen Dingen gern mal in die Innenperspektive, die es ja auch noch gibt, ne? Absolut. So. Ich bagger mal nur von rechts nach links. Ich denke, wir werden uns dann auch ob der Zeit
wahrscheinlich einen Teil der Aushubarbeiten hier ersparen. Man merkt schon, das ist eine der größeren Erdarbeiten, die man hier machen muss, die dauern mitunter auch mal ein bisschen. Ne? Ich mache hier mit einer Baggerschaufel, naja, so eigentlich 4%, aber wenn ich es nicht außerhalb des Kreises ablege, dann mache ich natürlich meinen Fortschritt auch direkt wieder zunichte. Ich fahre mal ein Stück hier raus und bagger mal wirklich an die Seite. Normalerweise ist es am besten, man geht so eine Mission, zum Beispiel auch im Multiplayer, cool an, mit 4 Leuten und kann hier zum Beispiel mit 3 Baggern arbeiten oder vielleicht auch 2 Baggern und 2 Dumpern und lädt quasi die Erde nicht einfach so, wie ich das jetzt hier quick and dirty mache, einfach hier neben die Grube ab, sondern schön in den Dumper hinein. Und kann dann wieder auch verkaufen. Genau, ich wollte es gerade sagen, also so wie du das jetzt machst, ist es natürlich irgendwie so die Arcade-Methode, sage ich mal. Ne? Das ging ja auch schon im letzten Bausimulator, da lasst ihr dem Spieler sozusagen jede Freiheit. Aber wenn man jetzt möglichst realistisch spielen will, kann man natürlich die Erde, die man da, den ganzen Aushub, kann man dann natürlich auch beim üblichen Händler verkaufen. Ja, können wir gern machen. Machen wir den schnellen Weg, auch da wieder zurück zum Händler. Schnell betreten, wir suchen uns was aus, vielleicht gleich was Großes. Steht in den Vorgang, wechseln auch hier wieder einfach über das Schnellauswahlmenü direkt in den großen Dumper. Ja, im Multiplayer wäre das ideal, jetzt könnte ein anderer Spieler halt diese Rolle übernehmen und könnte jetzt halt entweder mit dem Fahrzeug wirklich bis zur Biogasanlage fahren oder dann auch, wenn er voll ist, entsprechend zum Kieswerk fahren. Oder wir stellen halt das Autochen jetzt hier hin, als im Singleplayer spielend. Wie sieht es eigentlich aus mit der Absperrung von solchen Baustellen? Ist ja in der Realität ein großer Punkt, aber war, glaube ich, im Bausimulator nie enthalten. Ist vermutlich jetzt auch nicht enthalten. Ist immer noch kein Teil dieses Spiels. Vielleicht muss man sagen, wir nähern uns ein bisschen, wenn man sagt, man kann jetzt auch im Charakter in die Ego-Perspektive wechseln und vielleicht kommen wir dann irgendwann dahin, dass wir sagen, hurra, man sieht irgendwie, kann sich irgendwas hier rausholen, irgendein Hütchen aufstellen oder irgendwie sowas. Aber soweit sind wir noch nicht. Ist vielleicht ein Thema für eins der kommenden Updates. Oder auch nicht, das muss man dann mal sehen. Da werden wir auch ganz hart wahrscheinlich auf unsere Community hören. Mal gucken, wonach die Menschen am lautesten schreien. Ja, so, mal gucken, wie gut ich geparkt habe. Könnte klappen. Da erkennt man den wahren Bauprofi. Ja, ein bisschen Spielzeit habe ich schon auf dem Ding, das ist keine Frage. Muss aber auch sagen, also es ist nicht alles immer sofort ganz einfach, ne? Aber man kommt rein. Und wenn man es dann mal gemeistert hat, ist quasi die Belohnung, dass man es jetzt kontrollieren kann und es gut unter Kontrolle hat, einfach so viel mehr wert noch gefühlt. Okay, jetzt hast du schon viele Schaufeln hier rausgeholt. Es würde jetzt allerdings noch relativ lang dauern. Und ähnlich wie im letzten Bausimulator gibt es auch hier wieder die Möglichkeit, dass man einzelne Bauabschnitte von seinen Mitarbeitern sozusagen übernehmen lässt. Ja, es ist ein bisschen einfacher gehalten. In der Tat, wir haben das Jobs-Menü, in dem ich mir aktive Jobs oder auch neue Jobs eben anschauen kann. Hier sieht man auch schon, wir sind ausgelegt auf bis zu 3 Aufträge gleichzeitig. Ich gehe jetzt hier in die Details der einzelnen Abschnitte und kann jetzt hier den Abschnitt überspringen. Wenn ich die Aufgabe überspringe, bekomme ich das, was ich bereits verdient habe. In dem Fall sind das hier 23.000, also die 13%, die 23.827 ausgezahlt. Und der Rest wird für mich erledigt und ich kann mich dann mit dem nächsten Abschnitt beschäftigen. Jetzt muss ich hier noch den Platz räumen, ja, und auch meine Maschine hier wegräumen, damit nicht gleich alles eskaliert. Und dann sollte es weitergehen. So, mal gucken, ob es klappt. Hat geklappt. Sehr gut. Gute, fleißige Mitarbeiter. Genau. Ah ja, wir müssen die ganze Baustelle räumen, weil wir bauen und das tun wir aktuell im... Das habe ich vergessen zu sagen. Als ich die Mission angenommen habe, habe ich die Mission angenommen im Schwierigkeitsgrad normal. Oder wir sagen nicht Schwierigkeitsgrad, weil es nicht schwieriger oder leichter ist. Es ist ein Umfang. Wir haben einen Arbeitsumfang, den man pro Mission bei Starten der Mission jeweils einstellen kann. Und standardmäßig steht hier erstmal auf normal. Wenn ich den hochstellen würde auf hart, also oder auf, ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt. Ich glaube, im Englischen heißt er hard. Dann muss einfach mehr gearbeitet werden. Wir müssen viel mehr machen, also die Aufgaben dauern insgesamt länger, aber die Entlohnung ist auch wesentlich höher. Ne? Also man kann dann mit der Mission, die jetzt glaube ich in Summe hier, ich weiß gar nicht, 1,2 Millionen oder sowas gibt, dann bis zu 2,4 Millionen verdienen, weil man wesentlich mehr Geld bekommt, weil die Aufgaben länger und umfangreicher sind. Also ich muss da nicht ein Loch graben, sondern ich muss 3 von diesen Löchern graben und wirklich alles selbst machen. Genau, so jetzt räume ich hier mal die Fahrzeuge von der Baustelle. Ich mache es jetzt manuell, eigentlich kann man das auch einfach resetten, dann werden die auf die Straße gestellt. So, jetzt der Abschnitt beendet und der nächste Auftrag. Und man sieht auch, die restlichen Löcher wurden jetzt quasi nachgezogen.
wie gesagt, das sind Sachen, die man dann machen muss, wenn man im Zweifel hart spielt. Und von mir wird jetzt verlangt, Material zu liefern. Auch hier habe ich jetzt wieder verschiedene Möglichkeiten. Ich kann das Material selber holen, kaufen gehen. Ich kann dann entscheiden, möchte ich alles direkt für die gesamte Mission kaufen, verladen vor Ort mit einem Gabelstapler beispielsweise oder mit dem Ladekran und hierher bringen und dann hier entladen oder auch nur palettenweise, etappenweise, wie auch immer. Ich habe aber auch die Möglichkeit, mal abgesehen davon, dass ich jetzt erstmal einen Kran aufbaue, weil wir werden auf jeden Fall einen brauchen. Ich leihe mir einen. So, dann bauen wir den hier auf. Hoppala. So. Zack. Kran. Gleich mal ein großer. Und hier hinter dem Kran ist die Cargo Safe Zone, so nennen wir sie, oder die Cargo Ladezone. Und wir haben die Möglichkeit, den Händler zu bitten, uns Materialien auf die Baustelle liefern zu lassen. Für die Leute, die im CS15 damals schon gesagt haben, das ist nur ein Liefersimulator, mach doch mal was anderes und so, können diesen Teil jetzt im Zweifel auch, ich möchte nicht sagen überspringen, aber sagen, wenn es nur darum geht, irgendwie Kram hin und her zu dingsen, dass sie da keinen Bock drauf haben, dann auch hier ein Anruf genügt. Hoppala, falsche Taste, hier beim Baustoffhändler, auch hier wieder, ich kann ihn entweder jetzt betreten oder wirklich dorthin und ihn dann vor Ort betreten. Aber ich brauche ihn jetzt, das ist wie anrufen eigentlich, anrufen und kann jetzt meine Bestellung durchgeben. Ich kann filtern nach der Mission, das ist alles, was ich für den Job insgesamt brauche. Das ist, was ich nur für den Abschnitt brauche. Aber wenn er es mir schon liefert, dann kann ich auch gleich alles bestellen. Füge hinzu, was ich brauche und gehe dann zur Kasse. Ich kann es mir jetzt entweder laden oder liefern lassen auf den Hof, in mein Warenlager, wenn ich das möchte, gegen Aufpreis natürlich, oder eben auf die Baustelle, kostet nochmal ein bisschen mehr. Aber das, mit meinen 20 Millionen sollte das kein größeres Problem sein. Kauf den ganzen Kram und er taucht hier in unserer Cargo Safe Zone auf. Es wird mir entsprechend die Kohle abgebucht und ich kann mich in meinen Kran setzen und anfangen hier die Sachen durch die Gegend zu kranen. Was wir jetzt machen, das sind die Rohmaterialien quasi für den Fundamentguss, um dann im Anschluss zu gießen. Zeig auch hier gerne nochmal die Innenperspektive von dem Kran, weil das ist, glaube ich, ganz spektakulär, das anzusehen. Es ist nicht so ganz hilfreich, glaube ich, bei der Mission, ne? Aber einfach, dass man es mal gesehen hat. Also noch dazu, das ist ein Thema, da werden wir auf jeden Fall auch nochmal ran müssen, uns noch was ausdenken. Das ist ein bisschen wie, was man jetzt ja machen müsste, ist, man müsste sich da durch den Boden durchgucken, ne? An die Füße, gerade weil wir sehr nah am Mast arbeiten und da unten irgendwo die Cargo-Objects auf uns warten und ich jetzt gar nicht weit genug runter gucken kann, um naja, zu sehen, was ich da tue, obwohl da die Kabine wirklich eigentlich noch eine Glasscheibe hat. In der Tat, da werden wir nochmal nachbessern müssen, dass wir wie so einen Vorbeugen-Modus oder irgendwie sowas mit einbauen. Müssen wir mal gucken, wo wir das unterbringen. Das ist immer so ein bisschen tastenmäßig auf der Tastatur, natürlich kein Problem. Auf dem Controller müssen wir uns immer überlegen, was haben wir denn noch frei, wo kann man denn da noch was machen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein harter Third-Person-Spieler, also ich spiele es fast immer in der Außenperspektive. Ich finde es eigentlich auch immer den spannenderen Eindruck, aber ich kann jeden verstehen, der gerne so aus dieser Ego-Perspektive spielt. Gerade beim Baggern ist das natürlich super cool. Keine Frage, da ist das sehr, sehr impressive. Manchmal merke ich, der LTM, also die mobilen Kräne, die sind auch sehr, sehr cool in der Ego-Perspektive. Die machen aus der Kabine heraus auch sehr viel Spaß. Da wechselt man dann von der Fahrerkabine hinten in die Krankabine, wenn man den Modus wechselt, quasi vom Fahren ins Kran. Und das macht Spaß, das ist richtig cool. Genau. Helferlein eingebaut hier, damit man in etwa ahnt, wo irgendwie Sachen landen. Man kann jetzt sich bemühen und es sehr sauber machen oder man merkt es schon, wir haben so einen leichten Magnetismus eingebaut, der es einfacher macht, manchmal Objekte zu platzieren. Für den einen oder anderen sicher auch zu einfach. Ich bin mir sicher, auch da werden wir nochmal was dran basteln, dass die Leute, die es auch in der Hardcore-Version gerne wieder spielen wollen, nochmal ein bisschen weniger Hilfe bekommen. Aber es ist schön anzuschauen. So, man hat so ein richtiges Oldschool-Feeling irgendwie. Also. Ich hoffe genau das, dass das Feeling wieder aufkommt, das wir im Bausimulator vermitteln konnten, in Verbindung eben mit jetzt natürlich mehr Inhalt, mehr Grafik, also schickerer Grafik, mehr detaillierterer Grafik, mehr Möglichkeiten. Wie gesagt, der Straßenbau ist neu hinzugekommen, den haben wir ja in den mobilen Teilen erst dazu gestrickt. Betongießen ist sehr, sehr großes Thema insgesamt. Also, genau, das wäre jetzt so ein bisschen meine Frage noch gewesen. Was kann man, also wir können jetzt nicht alle Aufträge so zeigen, das geht in 15 Minuten nicht und man muss ja auch nicht mehr lang warten, dann kann man selbst spielen, beziehungsweise in vielen Videos das sicherlich sehen. Kommen wir später nochmal zu, aber kannst du mal so einen kleinen Abriss davon geben, welche Missionen es so gibt in dem Spiel? Also verteilt auf die beiden
Szenarien sind unterschiedliche Missionen auch. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie gesagt haben, oh, ist egal, ob du EU oder US spielst, aber du kriegst immer dieselben Aufträge. Es sind wirklich sehr unterschiedliche Aufträge. Ich weiß nicht, wie viel ich spoilern sollte. Ich gehe mal bis in die mittlere Kampagne, die letzte, die Finalkampagne, lasse ich mal offen. Wir haben 4 Questgeber. Ich glaube, ich kann die auch zeigen. Für einen von denen arbeiten wir ja gerade. Hoppala, Entschuldigung. So, hier in der Kampagne sind die verschiedenen Questgeber. Das sind die EU-Questgeber. Wir haben einmal einen Investor, der ein Hotel baut. Auch da muss man den Bereich erstmal erschließen, der später noch ein Stadtprojekt finanziert, einen Brückenbau, eine Erneuerung einer Brücke, die marode geworden ist. Erneuerbare Energien sind Windkraftanlagen, die wir auch aus dem CS15 schon kannten, oder jetzt eben diese Biogasanlage. Und noch 2 andere Aufträge, die mir gerade nicht... Ah, doch, ein Park, den man noch baut, also beziehungsweise eine alte Ruine, die im Prinzip dort ja nicht abgerissen wird, aber es wird ein Park saniert im Prinzip. Dann im kulturellen Erbe, das ist ein Museumsdirektor, der Ausgrabungen in einer alten Klosterruine macht, wo man unterstützt, dann Teile abtransportiert und später einen Anbau für sein Museum baut, nachdem alles zu groß geworden ist, weil er zu viele Exponate neu aus hat. Und die Bürgermeisterin, die auch verschiedenste Einsätze hat. Ah ja, man kann ja reinklicken, es ist so viel einfacher, ne? Eine Lärmschutzwand, Bahnhofsbau, eine Raststätte und eine Umgehungsstraße baut, also größere Straßenbauarbeiten. Ja, können wir nochmal gucken, was die anderen 2 sind. Genau, die Parkanlage und die Zufahrtsstraße. Wie gesagt, wir sind jetzt so von außen reingecheatet, deswegen spielen wir jetzt einfach die Biogasanlage. Eigentlich sind die in einer Reihenfolge, die man durchspielt, um so ein bisschen in die Sachen hineinzukommen. Die Prestigeprojekte sind die Zufahrtsstraße zum Hotel, ein Strandbad unten am Fluss, auch sehr schön, und die Verkehrsbrücke. Genau, den hatten wir schon. Und das kulturelle Erbe, eine Waldwegbefestigung, es ist immer von allem ein bisschen was dabei. Ne? Wir haben eine Road Construction oft oder eine Erschließungsmission, dann oft Transport oder größere Baumissionen beziehungsweise Erdarbeiten oder viel Betonarbeiten. Wir haben wieder eine Fertigwandfabrik, wie auch schon im CS15, bei der man Fertigteile aus den Wallframes, wie wir sie immer nennen, ne? Aus diesen Rahmenträgern rausnimmt und dann eben entsprechend die einzelnen Wände setzt und Fertigwände setzt. In den USA ist abwechslungsreich, da haben wir eine Tech-Entrepreneurin, die uns verschiedene Missionen und Aufträge gibt. Da ist unter anderem bauen wir eine Vertical Farming-Anlage in eine alte Brauerei, glaube ich, ist es oder so. Ein altes Industriegebäude, in das wir in eine Vertical Farming-Anlage verbauen. Da kommt auch das Drehbohrgerät wieder zum Einsatz, das viel geliebt oder gehasste, da scheiden sich die Geister. Man baut ein Observatorium, eine Solarkraftanlage, also so ein Solarfeld im Prinzip. Man saniert den Hafen, baut ein Hotel auch, aber eins für Hotelgäste. Also dort gibt es eine Tourismusbeauftragte, die so ein bisschen die Gegend entwickelt und so weiter und so fort. Also es ist wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum dabei. Wir haben viel von den Missionen, die im CS15 auch erst mit den DLCs reinkamen, jetzt schon mit dabei. Und ich glaube, also inhaltlich ist 100 plus Spielspaß, also 100 plus Spielstunden Spielspaß, so ist richtig, ist, können wir, denke ich, locker gewährleisten. Ist für alle was dabei. Und wenn man richtig Bock hat, mit seinen Kollegen zu spielen, also im Multiplayer zu spielen, dann spielt man vielleicht die eine oder andere Mission mal auf Umfang, hart oder voll. Dann, glaube ich, sind die Sachen, ja, Auftragsumfang ist entweder mittel, ne, niedrig oder hoch, kann sogar jetzt noch verändert werden. Und dann sind die Aufgaben einfach nochmal eine ganze Ecke herausfordernder als im Singleplayer-Spiel. Okay. Dann lass uns doch nochmal schnell von den Mitarbeitern die Mission so einigermaßen fertig bauen lassen, damit man nochmal sieht, was dann da entsteht. Man sieht es schon ein bisschen auf dem Vorschaubild, aber dann kann man nochmal so ein bisschen... Komplett überspringen, genau. Dann stehen hier die verschiedenen Fundamente für die einzelnen Bereiche. Das hier wären die beiden Silos und auf der anderen Seite kommt hier so ein kleines Gebäude, was man noch errichtet. Hier auch besondere Herausforderungen beim Betongießen halt, Wände gießen, Säulen gießen. Da muss man wirklich mit der Betonpumpe sehr, sehr exakt hantieren. Aber auch da haben wir uns nochmal Mühe gegeben, dass das noch ein bisschen cooler ist. Man kann jetzt dieses, früher haben wir einfach immer, ne, Beton rausplattern lassen und wenn es an der richtigen Stelle runtergefallen ist, cool. Wenn man jetzt, hat man mit dem Trigger zum Beispiel auf dem Dings, beziehungsweise Space auf der Tastatur, noch besser die Kontrolle darüber, wann Beton sprudeln soll und wann nicht. Genau, ich mach mal weiter. Nochmal hier rein und überspringen dann auch einfach abschnittweise. Ne? Das geht jetzt am schnellsten, das werden die verschiedenen Bereiche. Jetzt wird der ganze Beton gegossen. Es kommen wieder Materiallieferungen, die jetzt notwendig werden, um jetzt hier das Gebäude fertig zu bauen. Jetzt werden hier Fertigwände gesetzt.
die man aus der Betonfabrik holen muss. Wir können auch hier reinlaufen. Mittlerweile haben wir, glaube ich, hoffentlich auch überall dran gedacht, entsprechende Gerüste dran zu bauen und so weiter. Das ist ganz cool. Man haben uns viel Mühe gegeben, dass man auch in den Gebäuden rumlaufen kann, dass die ausgestattet sind. Und sogar der Sound verändert sich. So, man hat ein bisschen mehr Hall, ne? Wenn man umgeben ist von entsprechenden Wänden und so weiter und so fort. Bin mal gespannt, ob den Leuten das auffällt. Ansonsten sagen wir einfach, es trägt zur Atmosphäre bei. So wie es sein soll. Ist ja sowieso so ein Thema, was ihr auch angegangen seid, Sound, ne? Also habt ihr euch mit befasst? Hat sich ein bisschen was getan seit dem letzten Teil? Grundsätzlich ja. Also wir haben eine sehr, wie soll ich sagen, motivierte Soundabteilung. Wir haben einen Entwickler auch bei uns, der extrem gut und viel Aufwand da reinsteckt und extrem viel immer macht, sich selbst reinbringt und auch den Komponisten unsere Soundtracks vorgeschlagen hat, namentlich sein Bruder, der hier, Shoutout Manuel, richtig, richtig gute Arbeit geleistet hat. Wir haben einen tollen Soundtrack, passend zu den verschiedenen Spielsituationen, passend zu Tag und Nacht, immer einen passenden Hintergrundgedudel. Dann haben wir entsprechend Sounds zu Umgebungssounds, alles, was man irgendwo andotzt, schleift, kratzt und so weiter, hat die entsprechenden Sounds. Jedes Fahrzeug hat passende Sounds. Wenn man drin sitzt im Fahrzeug, hat man dieses dumpfere Geräusch der Fahrzeuge und so weiter. Alles so ein Einschlag auf den, weiß nicht, vom Stoßdämpfer über den Bordstein klappert in der Kabine und so. Man kriegt das alles auch eben akustisch vermittelt, nicht nur visuell. Und das macht es dann halt auch aus, die Gesamtatmosphäre. Ne? Also es ist wirklich Teil des Ganzen. Und in der Tat muss man ehrlicherweise zugeben, in der Vergangenheit haben wir gerade diesen Audio-Teil oft ein bisschen vernachlässigt. Und diesmal haben wir uns wirklich sehr bemüht, möglichst an jedes Fahrzeug auch passende Sounds an alle möglichen Ecken und Kanten dran zu kleben, dass es so realistisch wie möglich klingt. Genau. Ich kann mich noch dran erinnern, beim alten Bausimulator, da war es so, dass die Fahrzeuge sehr unterschiedlich laut waren und je nachdem, wie man sich das eingestellt hat, da wurde es dann schon mal ein bisschen kritisch, akustisch. Nee, da kann ich euch beruhigen, da gab es extra jetzt nochmal eine Session, alles sauber zu leveln und alle Sounds auch aufeinander abzustimmen. So, jetzt passiert hier die große Gründung quasi, man muss jetzt hier die Basiswände für den Silo noch gießen und dann setzt man später mit dem Kran eben noch die einzelnen Wandteile. Das sehen wir jetzt alles nicht, weil wir das alles einfach skippen, aber dann sehen wir zumindest mal am Ende, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Aber ich finde es krass, also wenn das jetzt hier schon mittlere Stufe ist, da hat man ja richtig was zu tun, wenn man dann... Es ist definitiv so, dass wir wirklich sehr auf ordentlich, also muss man auch sagen, ne, wir sind kein Fast-Paced, ich spiele mal kurz 15 Minuten eine geile Mission durch. Wir haben auch kleine Missionen, nicht falsch verstehen, wir haben für jeden was und wenn einer nur eine Stunde Zeit hat, dann gibt es auch Missionen, die man in der Stunde fertig kriegen kann, kein Problem, oder kleinere Missionen, wo man nur mal, weiß ich nicht, einen Zugang, also eine Zuleitung zu einem Haus neu legt und einfach einen Graben aushebt und da kommt ein Kabel rein und gut ist. Aber wir haben halt eben auch große Missionen und die Kampagnenmissionen sind alle darauf ausgelegt, dass man wirklich auch über eine Stunde oder mal zwei beschäftigt ist, Spaß hat. Und wenn man alles alleine spielt und alles voll ausspielt, jede Strecke fährt, jedes Fahrzeug transportiert, dann ist man beschäftigt. Dann kann man da viel Zeit versenken. Aber keine Sorge, wir speichern automatisch permanent den Fortschritt. Man kann an jeder Stelle einfach aufhören oder sagen, oh, schon 4 Uhr morgens, ich gehe mal ins Bett, ich muss gleich wieder arbeiten gehen, dass man einfach am nächsten Tag da weiterspielen kann, wo man aufgehört hat. Also das funktioniert schon ganz gut. Ist jetzt schon ein Silo fertig, den anderen, der müsste jetzt hier gesetzt werden. Wie gesagt, auch eine Frage des Schwierigkeitsgrads bzw. des Umfangs. Manche Sachen werden dann halt eben gestellt. Im Vollumfang muss man quasi alles selbst machen. Das ist dann schon sehr, sehr herausfordernd. Ich glaube... Ich habe schon Leute unken hören, sie wollen auch so den Hardcore-Todesmodus oder sowas. Da müssen wir mal schauen, wie heftig man es machen kann. Wir haben teilweise, es gibt ein Parkhaus, das man bauen kann in der US-Kampagne. Und ich glaube, die weiß ich nicht, wie viel Kubikmeter Erde man da bewegen müsste, wenn man das realistisch machen, abdecken wollen würde. Ist man Tage beschäftigt wahrscheinlich. Weiß nicht, ob wir das den Leuten zumuten können, aber... Ist es eine Tiefgarage oder was? Ist eine Tiefgarage, ja, genau. So mehr Stockwerke tief. Man gräbt sich erst so eine Rampe da rein und dann fängt man an, halt diesen Bereich auszuheben. Und wir haben den Bereich schon sehr schmal gemacht, den man noch dann abtragen muss. Aber ja, mal gucken. Die Leute kriegen ja teilweise nicht genug. Genau, jetzt wird noch ein Fermenter gebaut, also noch so ein zweiter Silo. Das überspringen wir auch mal. Das müssen wir immer alles sauber durchgehen, damit auch die entsprechenden Teile dann die Voraussetzung erfüllt ist, dass für den Fall, dass du jetzt den Rohrleitungsbau wieder machen möchtest, alles entsprechend vorbereitet ist. Da werden jetzt eigentlich nur die letzten Sachen gemacht. Ich skipp's mal durch, damit man das fertige Teil sieht. Und bevor wir jetzt ganz durchskippen, genau, den letzten Teil nehme ich mit ihr dann zu sprechen nochmal. Das können wir dann nochmal selber machen. So, also wir stehen jetzt beide Fermenter hier, also beide Silos. Wir haben dieses Gebäude hier gebaut.
fehlen noch die Türen, aber das kommt dann im finalen Modus. Und hier ist noch so eine Halde, auf die man dann der Mist angeliefert werden kann. Irgendwo dachte ich... Ach nee, ich glaube, hier entsteht noch so eine Notfackel. Also man hat hier noch so Gasleitungen zwischen den Gebäuden vergraben. Und jetzt müssen wir mal gerade schauen, wo sie ist. Man merkt aber, du bist kein Landwirtschaftssimulator-Spieler. Ich muss die Baustelle noch räumen. Was meinst du damit? Ja, ich glaube, viele würden Dachsilo sagen. Und ich glaube, da kommt auch kein Mist hin, sondern ich glaube, das ist Mais-Silage, ne, die da reinkommt. Aber ich bin ja auch kein Farmer. Ja, aber du sollst ja, nee, du sollst ja bauen hier. Nicht von den Bauern, nicht von den Landwirten, ich bin von den, von den Bauarbeitern. Naja, aber ist doch eine coole Nummer. Und so sieht man jetzt hier, wie das langsam entstanden ist. Was musst du jetzt noch wegräumen? Nee, ich muss gar nichts mehr wegräumen, ich habe alles weggeräumt. Ich muss jetzt mit ihr noch sprechen. Das ist immer quasi der Einstieg in die Mission und auch der finale Dings ist dann, sich das abnehmen zu lassen. Sich gute loben Arbeit, zu lassen. Die gute du und dein Arbeit, Team da geleistet habt. Die Bauernhöfe können jetzt den überschüssigen Mist hier abliefern und die Region bewegt sich weiter in Richtung nachhaltige Energieerzeugung. Das wird der Stadt eine deutlich bessere Ökobilanz einbringen und hoffentlich Frieden zwischen Landwirtschaft und Anwohnerinnen und Anwohnern stiften. So, Auftrag abgeschlossen. Jetzt steht dann auch die Dings im Finale. Oh, ich sehe, da oben steht ein Typ. Ja, das ist spannend. Ja, da brennt sogar die Notfackel oder so. Heißt das so? Ich bin kein Profi. Aber da oben ist einer, der eine Probe nimmt. Oder auch nicht. Ich weiß nicht genau, was der da macht. Da hat das Ausstattungsdepartement gut gemeint und gedacht, da stellen wir mal einen hin. Ja, es ist auch schon was angeliefert worden. Und weil wir es davon hatten gerade, Landwirtschaft und so, Kühe haben wir auch. Sehr schön. René, ich danke dir für die erste Preview hier. Wann darf man sich denn auf das Spiel freuen? Und ich habe es ja vorweggenommen schon am Anfang, für welche Plattform das kommt, aber du kannst es gerne nochmal erwähnen. Dann haue ich nochmal mein Sprüchlein raus. Also der Construction Simulator in dieser Form wird am 20.09. released auf Steam und in den entsprechenden Stores für die Xbox One, die One X, die Series S und X, die PlayStation 4, die PlayStation 4 Pro und natürlich auch die PlayStation 5. Ich hoffe, ich habe an alle Plattformen gedacht. Und es gibt auch noch Special-Versionen für die Leute, die jetzt schon begeistert sind. Es ist die Möglichkeit, es vorzubestellen, glaube ich, auch eine Special-Version sogar bei Amazon, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, da muss ich Fragen zum Carsten schauen, weil genau weiß ich das immer nicht. Die Extended-Version oder eine Steelbook-Version sogar, ein bisschen mit ein paar Extras. Genau, richtig schick. Und wir freuen uns sehr drauf. Also nach so vielen langen Jahren harter Arbeit sind wir sehr, sehr froh und ich hoffe, unsere Fans dann auch, dass sie jetzt endlich den hoffentlich würdigen Nachfolger des CS15 dann in ihren Händen halten und den hoffentlich genauso lieben und schätzen werden wie den Vorgänger. Ja, schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Lasst uns gerne mal wissen, was ihr von dem neuen Spiel haltet. Ich muss sagen, ich freue mich sehr drauf, aber ich bin auch sehr gespannt auf eure Meinung dazu. Lasst uns das also, wie gesagt, sehr gerne wissen. Wenn ihr euch das vorbestellen wollt, in der Extended-Version, glaube ich, ist der Link dazu auch schon in der Videobeschreibung zur Astragon-Seite. Da könnt ihr es euch direkt vorbestellen. Und dann viel Spaß damit ab dem 20. September. René, vielen Dank für die Präsentation. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir immer gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch gerne bei den anderen Gamescom-Videos nochmal rein. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.